So, liebe Freunde, wir wollen nicht nur, dass ich der Alleinunterhalter bin, sondern wir haben uns auch ein paar Gäste eingeladen. Wir haben seit kurzem den Ortsverband Birnai gegründet. Der Ringo ist der neue Vorsitzende des Ortsverbandes und würde gerne als Birnai hier auch ein Grußwort halten. Ah, nee. Lieber Ringo. Danke, Lothar. Also jetzt haben wir die Worte wieder aus dem Mund genommen. Also auch der Ortsverband Birnai grüßt alle Mitglieder und alle Gäste, die hier erschienen sind. Und wir freuen uns, mit euch hier zusammen zu sein. Der Ortsverband wurde gegründet, um, ich sag mal, die Kluft oder die Lücke zu schließen, die die Fraktion und die Mitglieder haben. Also so haben wir das jedenfalls erfunden. Deswegen haben wir den Ortsverband gegründet. Wir wollen jetzt sozusagen jede Fraktionssitzung mitmachen und die den Mitgliedern besser rüberbringen. Und deswegen ist der Ortsverband da. Des Weiteren wollen wir Veranstaltungen planen, so wie wir hier mitgewirkt haben bei dieser Veranstaltung, den Lothar tatkräftig unterstützt haben. Und wir wollen weitere Veranstaltungen durchführen. Ich kann euch sagen, jetzt im August wird nicht viel werden, weil wir jetzt die Wahl vom Jan Zwerg mitbegleiten. Wir machen Wahlstände, die bei Facebook immer veröffentlicht werden. Könnt ihr gerne mal mit vorbeischauen. Der Zuspruch von unseren Mitgliedern fehlt dann auch ein bisschen. Wir haben gestern zum Beispiel in Birwitz-Bratwitz gestanden. Dann kamen viele Jugendliche, wo wir dachten, naja, was wollen sie? Aber wir waren positiv überrascht. Es waren Abiturienten, die sehr gute Fragen gestellt haben und auch wirklich interessiert an der Partei waren. Gut, das dazu für August. Im September, um genau zu sein, am 17.09. habe ich, oder wir, sage ich mal, den Maximilian Krah für uns gewinnen können. Wir werden in Pirna einen Bürgerdialog durchführen. Der ein oder andere kennt bestimmt Maximilian Krah. Ja? Wenn er auf die Bühne geht und er einmal losgelassen wird, fängt er nie wieder oder hört er nie gleich wieder auf zu reden. Das wollen wir jetzt mal wieder einbremsen, deswegen ein Bürgerdialog, wo wir als Bürger, wo ihr als Mitglieder zu uns kommen könnt und sagen, wir wollen mal die Frage stellen, mal sehen, was er antwortet, ja, wenn er es, wenn es in seiner Macht oder wenn er sie beantworten kann, ja, würde er es sicherlich machen, denke ich mal, so wie ich ihn kenne, also ich kenne ihn eigentlich noch gar nicht, ich freue mich auf den 17. Ja, des Weiteren haben wir dann am 25.10. den Ulrich Sigmund für uns gewinnen können. Der eine oder andere wird ihn kennen. Es ist auch ein sehr guter Redner und ein sehr patenter junger Mann, der für die Partei da ist und der auch alles auflegt oder offenlegt, was jetzt so für Missstände in Deutschland passieren. Dann haben wir, oder zumindest ich muss ich sagen, weil ich jetzt nun mal der Vorsitzende bin und ich habe das organisiert, auch unseren zukünftigen Ministerpräsidenten angerufen und er war auch sehr, sehr, sehr angetan dafür, nach Pirna zu kommen. Aber das ist abhängig jetzt davon, wie die Wahl ausgeht. Also vor der Wahl kriegen wir keinen Termin mehr, also kann keine Termine geben, aber wir sind zuversichtlich, dass es dieses Jahr noch wird. Des Weiteren habe ich, also das wird vielleicht viel für euch jetzt hier, aber des Weiteren habe ich den Björn Höcke, zumindest die, sein Management angefunkt und angerufen. Und die haben auch dazu zugestimmt, nach Pirna zu kommen. Er kommt, kann ich euch sagen, aber das ist auch abhängig von der Landtagswahl. Mal sehen, was rauskommt. Wir hoffen ja das Beste. Egal, was kommt, er kommt trotzdem nach Pirna. Ja, und das wird genauso ablaufen wie bei Maximilian Krah, Ulrich Sigmund oder beim Jürgen Oban. Er kommt und wir werden einen Bürgerdialog machen, wo ihr eure Fragen stellen könnt und wir dann ins Gespräch kommen miteinander. Die Location werden jetzt dementsprechend noch ausgesucht und wird euch bei Zeiten bekannt gegeben, wo das ist. So, ich möchte euch jetzt nicht weiter nerven. Wir wollen heute mal Politik Politik sein lassen und einfach heute mal hier zusammensitzen, Bratwurst, Bier, ich trinke Wasser, ich trinke gerne Wasser mit euch. Ja, wer irgendwelche Fragen hat an mich, bitte zu mir kommen, scheut euch nie.
Auch wenn ich ab und zu mal so aussehe, als wie, bitte redet mich nicht an. Ihr könnt mich anreden. Ja, und in dem Sinne, bleibt tapfer, wir werden es schaffen. Tschüss. Du kannst den Wahlsieg vergessen.